Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 31. März 2018? Heute ist Vollmond und heute ist auch ein Schicksalstag. Und ich definiere das. Was bedeutet ein Vollmond? Mond hat kein eigenes Licht, sondern die Mond empfängt die Licht von die Sonne. Wenn die beiden Lichter, Sonne und Mond, sich treffen, dann ist es ein Neumond, weil die Sonne kann die Mond nicht bestrahlen. Mond bewegt sich aber schneller als der Scheinbewegung. Die Sonne entfernt sich von dieser Position und bekommt immer mehr Sonnenlicht. Und das reflektiert uns und wir erleben das als zunehmende Mondphase. Wenn die beiden Lichter Sonne und Mond gegenüberstehen wie heute, dann ist es Vollmond. Das heißt, die Sonne kann den Mond voll und ganz beleuchten. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder und Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Nicht nur Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, sondern auch unser Planet Erde befindet sich auch in Tierkreiszeichen Waage. Was bedeutet ein Vollmond? Ich gehe in die indischen Astrologie zurück. Bei der indischen Astrologie ist es ein Glückstag. Glück, weil sie beschreiben, dass es hell ist, das Lebensweg wird beleuchtet. Das heißt, wir bekommen Klarheit und Orientierung. Und wir schauen dann gleich an, wie wirkt es auf dem heutigen Tag, weil es ist auch eine gewisse Spannung da. Also die Bedürfnis nach Klarheit und Orientierung ist da, aber heute betrachte ich das als eine Herausforderung. Aber ich erkläre dann. Erstmal möchte ich den Schicksalstag definieren. Dieser Begriff Schicksalstag kommt von mir, weil diese Energie, die Einflüsse von Sternen, beeinflusst unsere Gefühle und dadurch beeinflusst unser Schicksal. Was heißt dieser Schicksalstag? Wir Menschen haben Sehnsüchte, Wünsche, Träume, Visionen. Wenn das realistisch ist, ist auch erreichbar. Es gibt Menschen, die glauben daran, die setzen das als Ziel und sie lassen sich nicht von diesem Ziel ablenken. Und die haben dieses Vertrauen und diesem Glauben. Sie glauben, dass das erreichbar ist, weil sie glauben an sich selbst. Und was passiert? Die erreichen das auch. Sie haben Erfolg im Leben. Und es gibt Tage, wo wir das verspüren, weil die Sehnsucht ist da, dieser Traum ist da, dieser Wunsch ist da. Und es sind wiederkehrende Sehnsüchte, wiederkehrende Träume. Das heißt, es ist wichtig. Und es gibt Tage, wo wir ganz nah sind, wo wir das vorstellen können, dass wir das erreichen. Dann gibt es auch Tage, wo das ganz weit erscheint und hoffnungslos und wir denken, es ist unerreichbar. Dann gibt es auch Tage wie heute, wo entscheidend ist, weil das ist wie ein Schnittpunkt. Und hier entscheidet sich, ob wir anfangen daran zum Zweifeln oder wir haben diese Stärke und glauben weiterhin daran. Das ist nur ein Schritt, eine Entscheidung. Aber dadurch
beeinflusst das in unseren Entscheidungen, in unserem Leben. Und das sind diese Schicksalstage. Und heute ist ein Tag, wo wir anfangen zum Zweifeln. Dieser Zweifel kommt entweder von uns selbst, weil wir Angst bekommen und dann fangen wir an daran zum Zweifeln, oder durch die Einflüsse, weil wir keine Bestätigungen bekommen, weil wir die Geduld verlieren oder haben wir ein Gespräch und die andere sagt, oh, vergiss es, das erreichst du sowieso nicht. Und in dem Moment platzt den Traum, weil das werft uns zurück. Und in diesen Schicksalstagen möchte ich diese Stärke zu geben, diese Stärke an die Glauben, Glauben an Gott, aber Glauben auch an uns selbst und Glauben an unsere Träume und Visionen und Sehnsüchte. Und diese Kraft zu haben, das nicht aufgeben und gerade in solchen Momenten, weil das beeinflusst unseren Gefühlen und ich weiß, dass wir anfangen zum Zweifeln und da möchte ich diese Stärke zu geben. Ja, nicht zweifeln daran, weil das sind die entscheidenden Momente. Das ist nur wie ein Atemzug, wie ein Schritt und dann haben wir das überwunden, diese Zweifel und dann gehen wir immer näher zu diesem Traum, damit das zum Erfüllung geht. Und das sind diese Schicksalstage und nun heute ist auch dieser Schicksalstag und dazu kommt den Vollmond. Und Vollmond ist gut zum Klarheit bekommen und orientieren. Aber wie ich schon sagte heute, sind Spannungen da, sind Herausforderungen da und auch Lernaufgabe, das ist die Saturn-Einfluss. Und wie können wir das vorstellen? In diesem Moment, wo dieser Vollmond exakt ist, das heißt haargenau steht Sonne Mond gegenüber, in diesem Augenblick geht die Tierkreiszeichen Löwe in Osthorizont auf, wie ein Sonnenaufgang. Und im selben Moment geht die Tierkreiszeichen Wassermann in Westhorizont nach unten. Also die Gleichgewicht, die Balance hält in dem Moment Löwe-Wassermann. Und was ist die Interessante daran, Löwe-Wassermann gerade? Weil das sind wichtige Themen, sehr wichtige Themen. Hier bewegt sich zurzeit die Mondknoten, die karmischen Knoten. Das heißt, heute haben wir karmischen Themen, Klärungen, Klarheit, Orientierung, Entscheidungen, Begegnungen, Erinnerungen. Nicht nur bei Löwengeborenen, bei Wassermanngeborenen, sondern das wirkt auf uns alle, dieser Vollmond. Und vermittelt Löwe Wassermann diese Energie. Thema ist Karma, da Klarheit zu bekommen. Und Saturn wirkt auch. Saturn bestrahlt diese Vollmond. Saturn bestrahlt auch die Sonne. Saturn bestrahlt auch Mond und auch unseren Planet Erde. Es ist eine Herausforderung, es ist keine fließende Energie. Sondern hier haben wir definitiv eine Lernaufgabe. Was ist die Lernaufgabe? Klarheit. Das ist die Lernaufgabe. Klarheit und Orientierung und eine Lösung. Ich möchte mal die Karma beschreiben. Natürlich ist es zu unserem Glauben, dieser christlichen Glauben, etwas fremd. Etwas fremd an Wiedergeburt zum Glauben. Aber ich möchte nicht religiös werden. Für mich ist wichtig, an Gott zu glauben, egal in welchem Religion zum Gott näher. Das ist mir egal. Aber wichtig ist die Schöpfung, diese schöpferische Kraft, Gott. Und auch diese Liebe. Und das ist die göttliche Energie. Und daran liegt die schöpferische Kraft. Und zurück zu Karma.
Natürlich gibt es auch andere religiöse Richtungen, die an Wiedergeburt glauben. Aber wir sind jetzt nicht religiös, sondern denken wir logisch. Astrologie ist auch logisch. Wenn wir nachdenken, dass der liebe Gott uns erschaffen hat, was für Sinn hätte das, unserem Leben begrenzen, einem durchschnittlichen Lebensalter 70, 80 Jahre? Was für Sinn hat das? Überhaupt keinen Sinn. Also der liebe Gott hat was anderes gedacht bei der Schöpfung. Und deswegen glaube ich das auch, dass unsere Seele unsterblich ist. Und wenn das so ist, dass unsere Seele unsterblich ist, bedeutet, es gibt Leben nach dem Tod. Was bleibt hier auf der Erde? Die Körper, die Materie. Anscheinend brauchen wir das dann nicht. Also das heißt, unsere Seele befreit sich von Materie, befreit sich von Körper, verlässt die Körper. Wir haben aber die Bewusstsein und wir haben die Gefühle und die Erinnerungen und es lebt weiter. Das ist lebendig. Wie dann passiert, weiß ich nicht. Aber ich bin sicher, es gibt Leben nach dem Tod. Und wenn wir an die Karma denken, wir haben karmische Belastungen. Das ist keine Schuld, brauchen wir auch kein Schuldgefühl zu haben. Aber wir haben noch nicht wirklich entwickelt, nicht befreit von Materie, von Körper. Also kehren wir wieder zurück auf die Erde. Zu Materie bekommen wir wieder einen Körper. Und wir lernen, befreit zu sein von Zwang, von Angst, von Zweifel und auch von Schuldgefühl. Das ist nicht die göttliche Energie, Angst zu haben. Das gehört nicht zur Schöpfung. Und diese befreit zu fühlen, das sind natürlich auch wieder karmische Themen. Aber bis wir so weit sind, dass wir uns befreit fühlen, haben wir viele Schritte, auch viele Lernaufgaben. Die erste Lernaufgabe besteht daran, dass wir die Vergangenheit bewahren. All das, wo die Talente liegen, die Werte liegen, diese Schätze bewahren, behüten, weil das hilft uns weiter. Und das zeigt die Berufung, das ruft auch die wahre Berufung zum Leben, weil da sind wir Meister und das befreit uns auch, weil wir glücklich sind dabei, dass wir lachen können. Und das ist das Ziel, glücklich zu sein. Also das ist die Erinnerung und die wahre Berufung. Dann haben wir bei Karma auch Begegnungen, weil wir treffen mit Seelen, die wir von früher kennen. Und bei diesen Begegnungen haben wir was zum Klären. Entweder passen wir zusammen, das kann in verschiedenen Bereichen sein, wie Freundschaft oder familiäre Bindungen oder in die Liebepartnerschaft. Dann befestigt sich das alles. Oder eine andere spiegelt uns etwas, weil wir lernen von diesen Menschen, helfen uns weiter. Nicht immer angenehm, etwas Neues zu lernen, etwas Neues aneignen. Aber wir brauchen das. Wir brauchen das in unserer Entwicklung, dass wir vollständig sind. Nicht perfekt, aber vollständig frei zu sein. Und dann gibt es auch Verbindungen, wo man sich die Liebe spürt. Also Liebesbeziehungen, karmischen Beziehungen. Und da sind auch immer Lernaufgaben dabei. Weil wenn das früher eine glückliche Partnerschaft gewesen wäre, dann müsste das Schicksal das nicht wiederholen.
Vielleicht haben wir diese Liebe aufgegeben oder nicht richtig gelebt oder jetzt erkennen wir die Werte und das haben wir früher verspielt und jetzt gibt das Schicksal, schenkt uns diese Chance, zusammenzukommen und glücklich zu sein. Das ist die Befreiung von diesem Karma und angstfrei leben. Und es ist wirklich Thema und wichtig, Karma auflösen. Aber das wird oft missverstanden. Und das muss ich mal klarstellen. Ich habe dieses Bedürfnis, das klarzustellen. Ich weiß, ich mache mich damit nicht beliebt, aber das ist mir egal. Ich möchte das mal klarstellen, wie ich das verstehe. Natürlich haben wir Lernaufgabe, natürlich haben wir Themen, von die Karma zu befreien. Aber das machen wir selbst. Das kann niemand für uns tun. Die anderen Menschen haben ihren Karma und das ist die Aufgabe, ihren eigenen Karma zu befreien und nicht für anderen einzusetzen. Wenn das so einfach wäre, dann hätten wir vor hunderten von Jahren jemanden beauftragt, der uns das löst. Oder wenn das so einfach wäre, da hätte die Liebe Gottes auch aufgelöst. Warum sollte uns quälen? Oder wenn nicht der liebe Gott, dann der Planet, der Karma, Saturn, hätte das gelöst. Wir selbst lösen unserem Karma, weil wir haben da eine Lernaufgabe. Das kann uns niemand tun. Das können wir nur selbst. Natürlich ist es hilfreich, mit jemandem darüber sprechen, die da einen Einblick hat in Astrologie und kann das beschreiben. Oder es gibt so viele begabte Menschen, die sehen das im Karten, weil die intuitiv sind und können durch die Bilder auch beschreiben, welchen Themen handelt sich. Was muss genau auflösen? Welche Richtung sollen sie schauen? Wo liegt die Lernaufgabe? Wovon sollen sie befreien? Was sollte man befestigen? Wo sind die Hindernisse? Diese Gespräche sind wertvoll, aber die Karma kann niemand für uns lösen. Das können wir nur selbst tun. Und ich habe so ein Bedürfnis gerade, das auch mal anzusprechen. Also heute, bei diesem Vollmond, ist auch ein Thema die Karma, weil die Tierkreiszeichen Löwe steigt in Osthorizont auf und die Tierkreiszeichen Wassermann geht im Westhorizont nach unten und hier liegen gerade die karmischen Themen. Und kommt noch das Saturn-Einfluss dazu. Saturn bestrahlt auch die Sonne, Saturn bestrahlt auch die Mond, auch unseren Planet Erde und Saturn ist der große Lehrmeister. Saturn ist der Planet der Karma und Schicksal, also hat einen Einfluss auf den heutigen Vollmond. Es ist eine Herausforderung, aber hier lernen wir etwas, hier haben wir eine Lernaufgabe. Um welchen Themen handelt sich das? Da unterscheide ich jetzt zwischen weiblichen und männlichen. Die Damen haben die Bedürfnis nach Klarheit in die Liebepartnerschaft. Die Thema ist die Liebe. Dieser Vollmond ist im Waage und über die Tierkreiszeichen Waage herrscht der Planet Venus. Also ist die Thema die Partnerschaft. Und dieser Bedürfnis, dieser Wunsch, diese Sehnsucht nach die Liebe, Partnerschaft, aber auch nach Klarheit und Orientierung, ja oder nein, das wollen die Damen. Und das ist vielleicht eine Herausforderung für Herren, weil die Herren haben gerade die Lernaufgabe. Mars, also der Mann, diese männliche Energie, nähert sich zum Saturn. Wird auch überholen, weil Mars ist schneller als Saturn. Das sind nur ein Grad
Unterschied zwischen den beiden Planeten. Das heißt, die wirken jetzt schon zusammen. Die Lernaufgabe wird erteilt für die Männer. Aber das ist nicht nur der Mann, diese Mars-Energie, sondern auch die Kraft und die Mut, das zum Aussprechen. Und dann trifft uns Damen das auch. Das heißt, ich wiederhole nochmal, die Damen haben diesen Wunsch, dieses Bedürfnis nach Klarheit und nach einer klaren Entscheidung. Thema ist Liebe, Partnerschaft. Dann die Damen haben eine Lernaufgabe, Mut zu haben, Kraft zu haben, das auch umsetzen, angstfrei umsetzen. Und die Männer haben auch eine Lernaufgabe, dass sie diese Entscheidung treffen und Klarheit bringen in Beziehung. Ja oder nein? Und wenn ja, dann auch Gefühlen zeigen. Und so befestigt sich das alles. So befestigt sich die Liebe-Partnerschaft. Und wenn das karmisch ist, soll das auch so sein. Und wenn zwei Menschen nicht zusammengehören, dann ist viel besser trennen, verabschieden und das alles loslassen. Weil erst dann kommt etwas Neues. Und das kann auch eine Befreiung sein. Vielleicht ist sogar gut so, was wir dann später verstehen natürlich. Und das ist die Lernaufgabe für die Männer. Und diese 1 Grad Entfernung zwischen Mars und Saturn ist auch ein Zeitabschnitt. Diese 1 kann ein Tag sein oder ein Monat. Das trifft jeden Mensch unterschiedlich, aber da können wir darauf rechnen, dass viele erleben jetzt in die Partnerschaft, dass in die kommenden Tag, also in 1 Tag Zeitrechnung, der Mann trifft eine klare Entscheidung. Manche wird das ein bisschen länger dauern, aber sie können mit 1 Monat rechnen. Und das ist diese Vollmondenergie, das ist natürlich Lernaufgabe, gerade karmischen Themen, karmischen Begegnungen und natürlich Liebe, Partnerschaft. Und hier die Ungeduld und die Bedürfnis nach Klarheit kommt von den Damen, auch von Angst und Zweifel befreien und mutig zu sein, das direkt anzusprechen. Und die Herren haben eine Lernaufgabe gerade, das zu liefern, ja oder nein. Es gibt kein Vielleicht. Also mindestens mal heute möchte man diese Klarheit. Man ist mit einem Vielleicht nicht zufrieden. Und schauen wir an, welche Einflüsse noch von Sternen kommen. Unserem Planet Erde wird immer noch von Stern Saphir bestrahlt. Das ist ein Edelstein, bringt auch Glück. Bei Römer wurde verehrt, das ist die Göttin, die Fortpflanzung und die Prophezeiungen. Mond bekommt auch einen Einfluss von Algorab und diesem Stern Algorab befindet sich im Sternbild Rabe und bedeutet, die Wahrheit wird verborgen. Und weil die Wahrheit verborgen ist, bei heutigem Vollmond haben wir dieses Bedürfnis nach Wahrheit. Weil wir sind mit diesem Verborgenen jetzt nicht zufrieden, mindestens was die Partnerschaft betrifft. Sekinus bestrahlt auch die heutige Mondbewegung und bedeutet Wächter, Beschützer, diesem Stern befindet sich im Sternbild Bärenhüter. Und ich habe nachgeschaut, bekommt Saturn auch Einfluss, weil immerhin Saturn ist der Planet der Karma. Und das sind die Themen heute. Fasies bestrahlt die heutigen Saturnbewegung und das bedeutet, ein Gesicht wird vernebelt, wie eine Maske. Und heute ist wichtig, dass diese Maske fällt und man die Gesicht erkennt, die Wahrheit erkennt. Und dieser Stern hat einen Einfluss, etwas in Form zu bringen, in Gestalt, ein Gesicht zu geben. Und hier die Unklarheiten sind gerade fehl im Platz. Und wie wirkt das auf den einzelnen Tierkreiszeichen?
Ich beginne mit der Löwin geboren, weil diesem Vollmond, dieser Moment, wo das exakt stattfindet, gerade die Tierkreiszeichen Löwe geht in Osthorizont auf. Und die Löwengeborenen haben dieses Bedürfnis sehen. Die Klarheit, die Orientierung und auch die Wahrheit. Und sie spüren auch, wenn jemand lügt. Und die setzen sich jetzt ein und sie verlangen nach Wahrheit. Bei vielen Löwengeborenen sind es karmische Themen, auch karmische Lernaufgabe. Wichtig ist im inneren Gleichgewicht bleiben. Auf diesen Schicksalstag auch achten, wenn wir anfangen zum Zweifeln, diese Zweifel überwinden und weiter an diesem Ziel glauben, was wir vorhaben. Und wenn das Ziel ist, in Beziehung, in Ordnung bringen, dann sollen wir auch mal in die Risiko eingehen, hopp oder top. Und wenn das zu Ende geht, weil der andere ist nicht bereit, diese Entscheidung treffen, haben wir eh nichts verloren. Dann sollen wir eher befreit fühlen, frei zu sein, vielleicht mal alleine sein. Aber dann gibt es die Chancen, die Richtige zu kennenlernen. Oder kann auch passieren bei diesem Risiko, dass hier kommt die Wahrheit und der Mann steht zu den Gefühlen und zeigt es auch. Und das sind die Bedürfnisse, die Löwengeborenen, Wahrheit und Klarheit und auch wahrgenommen werden. Und Glück in die Liebe, Partnerschaft haben die Löwengeborenen und auch die Gespräche, gute Gespräche sind zum Erwarten. Natürlich gibt es hier karmische Themen oder Zweifel oder Angst. Eine gewisse Herausforderung ist da, aber dann kommen die Einflüsse und das sind schöne Einflüsse für die Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen möchten Sicherheit, Stabilität, auch in Finanzen und Werte und Wertschätzung. Und sie verlangen die Wertschätzung in Beziehung. Wenn diese Wertschätzung nicht kommt, dann fühlen sie sich bedrückt. Und sie möchten da Ordnung zu bekommen und das sprechen sie auch an. Bei Tierkreiszeichen Waagengeborenen, sie spüren auch, wie wichtig das ist, gerade Liebe, Partnerschaft. Aber nicht nur warten, bis die Einflüsse kommen von außen oder die Kontakt kommt, sondern selbst auf anderen zuzugehen und so kommt es in Harmonie und so kommt die Klarheit auch und die Bestätigung. Und Chancen, Möglichkeiten, das in Ordnung zu bringen, haben die Waagengeborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen trifft das nicht direkt. Wir sind eher die, wo so zuschauen, wo sie das spüren, diese gewisse Spannung. Sie spüren eher eine gewisse Leichtigkeit. Und viele Themen kommen hoch bei den Skorpiongeborenen von Vergangenheit. Die haben eher die karmischen Themen, all das in Vergangenheit passiert, verletzten Gefühlen, das mal so loslassen, transformieren, davon zu befreien und so in innerer Ruhe, inneren Gleichgewicht zu bleiben. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen spüren auch im Umgebung, ja, das ist irgendwie so Spannung da. Aber die trifft das direkt auch nicht. Ich würde eher sagen, wenn dieser Vollmond vorbei ist, dann kommt etwas in Bewegung bei den Schützengeborenen. Glück in die Liebe, Partnerschaft, schöne Gespräche, kehrt jemand zurück von Vergangenheit, dann ist der Kontakt wieder da. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen, sie haben Lernaufgabe. Nicht nur karmischen Lernaufgabe, sondern dass sie lernen, intuitiv zu sein, lernen auf ihren Träume, vertrauen und daran auch zu glauben, diese Kraft zu haben und nicht aufgeben, egal welche Herausforderung hier liegt, in Kraft zu bleiben. Kann auch passieren, dass jemand verlangt nach Klarheit und die Steinbockgeborenen möchten davonlaufen und jetzt zwingt aber die Schicksal dahinstehen und das zu vermitteln, trifft in erster Linie die Männer, wo dann Gefühle zeigen oder Entscheidungen treffen gerade. Und momentan können sie nicht weglaufen, weil jetzt ist die Bedürfnis da von den Damen, da nach Entscheidungen und nach Klarheit. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen
brauchen das innere Gleichgewicht. Und natürlich gibt es hier karmische Themen, die absteigende Mondknoten, was die alten Karma symbolisiert, trifft die Wassermann-Geborenen, auch die Wassermann-Aszendent haben und auch diejenigen, die die karmischen Knoten im Wassermann haben, im Geburtshoroskop. Und das sind die Vergangenheit. Und in dem Vollmond, Position, wo das exakt ist, geht die Tierkreiszeichen Wassermann in Westhorizont nach unten. Und das bedeutet, etwas geht nach unten. Loslassen, das sind Themen von Vergangenheit. Da räumen die Wassermann-Geborenen gerade auf. Und diesen Vollmond, diese Klarheit zu bekommen, von was sollen sie trennen, verabschieden, loslassen, alte Themen, weil das sind die Belastungen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist die Heilenergie und auch spüren sie bei sich selbst, weil sie haben diesen Prozess hinter sich und setzen auch ein für anderen. Und die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben diese Intuition, diese bildhafte, sie können gut für anderen gerade da sein oder beraten, zuhören, helfen, dass sie mehr Klarheit bekommen oder Ruhe bekommen, dass es eine Lösung gibt oder eine Heilung gibt. Die Heilenergie liegt gerade bei den Fischen geboren und sie helfen anderen bei diesem Transformationsprozess, weil sie haben das hinter sich und das fühlt sich jetzt momentan ruhig und sehr gut an bei den Fischen geboren. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen trifft die Karma, trifft dieser Vollmond. Das sind Themen, Herausforderungen, auch die Klarheit, klaren Entscheidungen. So ähnlich wie bei Wagengeborenen. Der Unterschied ist, dass bei den Wagengeborenen ist wichtig handeln, bei den Wiedergeborenen ist es so, die Einflüsse kommen von außen, das trifft und das müssen die Wiedergeborenen nun mal ertragen und sie brauchen eine Lösung, dass sie in Gleichgewicht bringen, dass die Wahrheit erkennen, dass sie auch diese karmischen Themen bewältigen, dass sie etwas in Ordnung zu bringen, dass sie so handeln, das was die Seele auch sagt, intuitiv. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen trifft das nicht direkt, diese Thematik. Höchstens, wenn die Horoskop im Geburtshoroskop Aszendent und die karmischen Knoten in dieser Richtung was zeigt, dann kann natürlich einer oder anderen Stiergeborenen das auch eine persönliche Thema sein. Aber ansonsten im Allgemeinen ist es eher ruhig bei den Stiergeborenen und es nähert sich aber etwas, das heißt, die Gespräche werden zunehmen in die nächste Zeit. Venus kommt jetzt in Tierkreiszeichen Stier, bewegt sich etwas in die Liebepartnerschaft. Ab Mai ist Uranus auch hier in Tierkreiszeichen Stier, auch wenn jetzt gerade ruhig ist. Es ist zum Erwarten, dass in die nächste Zeit ist hier sehr viel Veränderung und sehr viel Bewegung kommt. Und natürlich ändert sich bei vielen Stiergeborenen schicksalhaft einiges. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen verspüren eine gewisse Leichtigkeit, aber diese Unsicherheit sollen die Zwillingsgeborenen auch überwinden, besonders wenn es um die Zielerreichung geht. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen brauchen die Balance des inneren Gleichgewichts. Wenn in die inneren Gleichgewicht bleiben, dann verspüren sie auch die Kraft. Und dann können sie auch zuhören, für anderen da zu sein, weil das ist die harmonisierende Energie. Die harmonisierende Energie liegt im Wasserelement. Das ist die Fischengeborenen, die Krebsgeborenen und auch die Skorpiongeborenen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.